Hallo, Professor Oschokrin hier. Eine der miesesten Manipulationstechniken, die Narzissten in ihren Beziehungen verwenden, ist die Triangulation. Triangulation ist ein psychologisches Konzept, das oft im Zusammenhang mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen verwendet wird. Narzissmus ist, wie Sie sicher schon wissen, ein komplexes und vielschichtiges Persönlichkeitsmerkmal, das sich in verschiedenen Formen manifestieren kann. In diesem Video werden wir uns eingehend mit der psychologischen Triangulation durch Narzissten befassen, um ein besseres Verständnis für dieses Verhalten und seine Auswirkungen zu gewinnen. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch ein übermäßiges Maß an Selbstliebe, eine übertriebene Vorstellung der eigenen Bedeutsamkeit und vor allen Dingen durch einen Mangel an Empathie für andere gekennzeichnet ist. Narzissten haben oft ein ungesundes Verlangen nach Bewunderung und Anerkennung und sind empfindlich, wenn es um Kritik geht. Sie neigen dazu, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche über die anderer zu stellen. Immerhin sind sie die großartigsten Menschen auf dieser Welt. Triangulation ist ein Konzept aus der systemischen Familientherapie und bezieht sich ursprünglich auf die Dynamik in Familienbeziehungen, in denen ein Elternteil ein Kind gegen das andere ausspielt, um die Kontrolle zu behalten. In der psychologischen Literatur wird der Begriff jedoch auch auf zwischenmenschliche Beziehungen angewendet. Triangulation durch Narzissten tritt auf, wenn diese absichtlich eine dritte Person, sei sie real oder imaginär, also rein in der Vorstellungskraft gebildet, in eine bestehende Beziehung einführen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen, darunter die Schaffung von Eifersucht. Narzissten können eine dritte Person in die Beziehung einführen, um Eifersucht und Unsicherheit beim Partner zu erzeugen. Dies kann dazu führen, dass der Partner verstärkt um die Aufmerksamkeit und Anerkennung des Narzissten konkurriert. Aber genauso kann der Narzisst Eifersuchtsmanipulation gezielt andersherum aufbauen. Ein Narzisst könnte absichtlich enge Beziehungen seines Partners mit anderen Freunden oder Kollegen in Frage stellen. Sie könnten beispielsweise suggerieren, dass der Partner eine viel zu enge Beziehung zu einem Arbeitskollegen hat, um Eifersucht und Unsicherheit auszulösen. Der Narzisst könnte dann vorschlagen, dass der Partner weniger Zeit mit dieser Person verbringen sollte, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst zu lenken und Isolation voranzutreiben. Ich habe mal den folgenden Fall erlebt. Da hat ein Narzisst sich andere Männerbekleidung und unter anderem auch Unterwäsche zugelegt. Dann hat er mal eine Unterhose unter das Bett platziert, dann ist ihm etwas runtergefallen und rein zufällig hat er diese Unterhose hervorgezaubert und dann natürlich seine Partnerin zur Rede gestellt: Du betrügst mich, du hast hier andere Männer im Haus und so weiter und so fort. Da wurde ein Objekt benutzt, um mit einer imaginären Person eine Beziehung oder eine Affäre zu unterstellen. Das sorgt natürlich dafür, also das wirkt auf zwei Ebenen. Zum einen haben wir die Triangulation und zum anderen haben wir Gaslighting. Man selber ist ja dann in der Situation, es wird einem ja ein Beweis vor die Nase gehalten. Man zweifelt an seiner eigenen Wahrnehmung und weiß ja gar nicht, wie kommt denn das dahin? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Und schon ist Verwirrung da, schon fühlt man sich schuldig und schon ist man sehr stark bemüht, das doch wieder auszugleichen beim Narzissten. Narzissten neigen auch dazu, Menschen grundsätzlich nur in gut, also ihre Helfershelfer, ihre Bewunderer und Böse einzuteilen. Sie können dann eine dritte Person als Verbündeten gegen ihren Partner einsetzen, um eine Spaltung in der Beziehung zu schaffen. Ein Narzisst kann ständig andere Menschen in die Beziehung einführen, um den Partner in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Zum Beispiel können sie ständig die Erfolge und Vorzüge anderer Menschen in Gegenwart ihres Partners erwähnen, um dessen Selbstwertgefühl zu mindern. Sie könnten den Partner dazu bringen, sich minderwertig und unzulänglich zu fühlen. Wir haben es hier mit Dreiecksbeziehungen zu tun. Es gibt natürlich auch die Variante,
dass Dreiecksbeziehungen so entstehen, dass der Narzisst tatsächlich zwei separate Beziehungen gleichzeitig führt. Das ist natürlich äußerst kompliziert und eine sehr schädliche Form der Triangulation. In diesen Situationen verschleiert der Narzisst die Existenz der anderen Beziehung vor jedem Partner und manipuliert geschickt, um die Kontrolle und Aufmerksamkeit beider Beziehungen aufrechtzuerhalten. Hier sind einige ausführliche Informationen, Einblicke in diese problematische Dynamik. Wir haben heimliches Doppelleben. Ein Narzisst, der eine Dreiecksbeziehung führt, lebt oft ein heimliches Doppelleben. In einer Beziehung verbringt er Zeit und zeigt Zuneigung, während er in der anderen Beziehung vielleicht und absichtlich Abstand hält oder kalt ist. Diese doppelte Lebensführung erfordert beträchtlichen Aufwand und Täuschung, da der Narzisst sicherstellen muss, dass seine beiden Partner nichts voneinander erfahren. Also seien Sie gewarnt, wenn Ihr Narzisst plötzlich kalt und distanziert wird. Das könnte ein Hinweis, ein Indikator sein, dass er jemand anderen gerade seine Aufmerksamkeit schenkt. Wir wissen ja, Affären und Liebschaften sind ein Standardverhalten bei Narzissten. Es kann sich aber auch eine ganz andere Verhaltensweise zeigen. Und da kommen wir in den Bereich Manipulation und Täuschung. Der Narzisst nutzt Täuschung und Lügen, um sicherzustellen, dass beide Partner nicht nur von der Existenz des anderen Partners in der Beziehung wissen, sondern auch, dass sie sich in Konkurrenz zueinander fühlen. Die Narzissten könnten Lügen erzählen, um die Abwesenheit in der einen Beziehung zu erklären oder behaupten, dass sie in der anderen Beziehung nicht so glücklich sind, um Mitleid zu erregen. Und dann schafft der Narzisst sehr gerne Rivalität zwischen seinen verschiedenen Partnern. Der Narzisst schafft bewusst Konkurrenz und Rivalität zwischen seinen beiden Partnern. Dies geschieht, indem er bewusst Vergleiche zwischen ihnen zieht, wie zum Beispiel, wer ihm mehr Aufmerksamkeit schenkt oder wenn sein Augen besser ist. Dies führt natürlich zu einer ständigen Spannung, Anspannung und Unsicherheit in beiden Beziehungen. Ich habe mal folgenden Fall erlebt. Da hat der Narzisst sich von einer Partnerin getrennt, hat dann sich eine neue Partnerin zugelegt, so nennen wir es jetzt mal. Mit Partnerin 1 hat er aber auch noch fleißig kommuniziert, natürlich rein freundschaftlich, und hat dann aber Partnerin 2, also die neue, durchaus nach dem gemeinsam erlebten Sex wissen lassen, wie gut doch der Sex mit der Partnerin alt gewesen ist. Sofort entsteht Konkurrenz, sofort entsteht Rivalität, es entsteht Eifersucht, es entsteht Angst, dass wenn man im Bett auch nicht so funktioniert und die Praktiken mitmacht, die er sich wünscht, er natürlich sich sofort der alten Beziehung wieder widmen könnte. Der Narzisst fühlt sich mächtig und begehrt, da er in der Lage ist, die Gefühle und Aufmerksamkeit von gleich zwei Menschen zu kontrollieren. Dies dient dazu, sein eigenes Selbstwertgefühl zu stärken und sein Bedürfnis nach ständiger Bestätigung zu befriedigen. Für die betroffenen Partner ist diese Dreiecksbeziehung äußerst verwirrend und emotional belastend. Sie wissen oft nicht, wo sie in der Hierarchie stehen und fühlen sich in einer ständigen Achterbahn der Gefühle gefangen. Dies kann zu Angst, Depressionen und einem starken Gefühl der Unzulänglichkeit führen. Aber es ist auch wichtig zu beachten, dass Dreiecksbeziehungen für Narzissten oft sehr riskant sind, da die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung hoch ist. Die beiden Partner könnten eines Tages auf die Wahrheit stoßen und sich betrogen und manipuliert fühlen. Das sollte zur Beendigung der Beziehung führen. Allerdings ist der Narzisst natürlich auch immer so gestrickt, dass er dann sehr gerne eine Schuldumkehr betreibt. Schließlich haben sie ihn dazu getrieben, sich in die Arme einer anderen zu flüchten. Die Dreiecksbeziehungen, die Narzissten führen, sind äußerst destruktiv und toxisch. Betroffene Partner sollten erkennen, dass sie in einer emotionalen, manipulativen Situation gefangen sind und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre emotionale Gesundheit zu schützen und Unterstützung bei der Bewältigung der Komplexität dieser Beziehungsdynamik zu erhalten. Trennung von einem narzisstischen Partner und die Wiederherstellung des eigenen Selbstwertgefühls sind notwendige Schritte auf dem Weg zur Heilung. Warum verwenden Narzissten Triangulation? Triangulation ist eine bewusste Manipulationstaktik, die von Narzissten eingesetzt wird,
um verschiedene Ziele zu erreichen. Macht und Kontrolle. Narzissten sind oft auf der Suche nach Macht und Kontrolle über andere. Indem sie eine dritte Person in die Beziehung einbeziehen, können sie die Dynamik der Beziehung zu ihren Gunsten verändern. Aufrechterhaltung des eigenen Selbstwertgefühls. Triangulation ermöglicht es Narzissten, ihre eigenen Unsicherheiten zu überdecken, indem sie die Aufmerksamkeit auf andere Personen lenken und dadurch ihre eigene Selbstwertsteigerung erreichen. Manipulation und emotionale Ausbeutung. Narzissten nutzen Triangulation, um die Gefühle und Reaktionen ihrer Partner zu manipulieren. Sie genießen es, wenn ihre Partner sich um sie sorgen, eifersüchtig sind oder sich bemühen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sich gegen die narzisstische Triangulation zu wehren, erfordert Mut, Selbstreflexion und Entschlossenheit. Wenn Sie in einer Beziehung mit einem Narzissten sind und dieses schädliche Verhaltensmuster erleben, gibt es einige Schritte, die Sie ergreifen können, um sich selbst zu schützen und Ihre psychische Gesundheit zu bewahren. Erkennen Sie das Muster. Der erste Schritt besteht darin, die Triangulation zu erkennen und zu verstehen, dass es sich um eine Manipulationstechnik handelt. Bilden Sie sich darüber weiter und verstehen Sie, wie Narzissten Beziehungen beeinflussen. Selbstreflexion. Untersuchen Sie Ihre eigenen Gefühle und Reaktionen auf die Triangulation. Erkennen Sie, wie sie sich auf Ihr Selbstwertgefühl, Ihre Selbstachtung und Ihr Wohlbefinden auswirken. Die Selbstreflexion kann Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen besser zu verstehen und wieder in den Fokus zu schieben. Suchen Sie sich bitte Unterstützung. Suchen Sie Unterstützung bei Freunden, Familie oder einem Coach, wie ich es bin, oder Therapeuten. Das Teilen Ihrer Erfahrung mit vertrauenswürdigen Menschen kann befreiend sein und Ihnen helfen, Perspektiven und Ratschläge zu erhalten. Ein Helfer auf Ihrer Seite kann Ihnen auch dabei die notwendige Unterstützung geben, gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Jetzt kommt ein Punkt, den müssen wir unter Anführungszeichen setzen, nämlich Kommunikation. Versuchen Sie in einer ruhigen und nicht konfrontativen Weise mit dem Narzissten zu kommunizieren. Drücken Sie da Ihre Bedenken und Gefühle aus und machen Sie klar, dass Sie keine Manipulation oder Triangulation akzeptieren. Hier wird es in, ich würde sagen, über 90% der Fälle sein, dass die Narzissten negativ darauf, auf dieses Gespräch reagieren. Aber es ist wichtig, dass Sie Ihre Seele entlasten, dass Sie Ihre Gefühle einmal zum Ausdruck bringen. Das wirkt befreiend auf Sie selbst und sorgt auch dafür, dass Sie ein Stück weit ein Gerechtigkeitsempfinden haben, weil Sie weisen ja auf die Ungerechtigkeit, die da passiert, hin. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ein Narzisst dann, nachdem er so konfrontiert ist, sich selber sagt, verdammt, funktioniert nicht, ich brauche was Neues oder was anderes. Und dann lässt er das mit der Triangulation. Aber das ist in den seltenen Fällen der Fall. Deshalb können wir nicht darauf bauen und sagen, das wird zielsicher so passieren. Dafür ist es auch notwendig, dass Sie gesunde Grenzen setzen. Lernen Sie, klare und feste Grenzen in Ihrer Beziehung zu setzen. Kommunizieren Sie diese Grenzen deutlich und konsequent. Wenn der Narzisst versucht, diese Grenzen zu überschreiten, dann halten Sie bitte an Ihren Entscheidungen fest und an Ihren Grenzen. Lassen Sie das nicht zu. Und dann fangen Sie bitte an, sich um sich selbst zu kümmern. Wir nennen das Selbstfürsorge. Investieren Sie Zeit und Energie in Ihre eigene Selbstfürsorge. Pflegen Sie Ihre Interessen, Hobbys und vor allen Dingen sozialen Kontakte. Es ist wichtig, sich selbst daran zu erinnern, dass Ihre Bedürfnisse und Ihr Wohlbefinden von großer Bedeutung sind. Erlernen Sie emotionale Intelligenz. Verbessern Sie Ihre emotionale Intelligenz, um besser mit Manipulationsversuchen des Narzissten umzugehen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, Ihre eigenen Emotionen zu erkennen und zu regulieren, sowie Empathie für sich selbst zu entwickeln. Wenn die Triangulation zu schweren emotionalen Problemen führt und natürlich die Beziehung dadurch nicht sicher ist, Sie sich auch, ich nenne es jetzt mal, völlig von der Rolle fühlen, dann
suchen Sie professionelle Hilfe. Es wird meistens nicht funktionieren, um das mal vorwegzunehmen, einen Narzissten dazu zu überreden, eine Paartherapie zu machen. Wird er sich, also er hat ja kein Problem, ist ja ganz normal. Sie sind die Schuldige, Sie tun etwas, was falsch ist. Aber begeben Sie sich selber in eine Form des Coachings, der Therapie. Und dann sollten Sie sich ganz gezielt mit einem Gedanken befassen und der heißt Trennung. Die Option der Trennung. Denken Sie ganz scharf darüber nach, die Beziehung zu beenden. Wenn der Narzisst nicht bereit ist, Veränderungen vorzunehmen und die Manipulation fortsetzt, ist es aus meiner Sicht notwendig, sich von dieser toxischen Dynamik zu befreien. Arbeiten Sie auch an Ihrer Selbststärke. Bauen Sie Ihre Selbstachtung und Ihr Selbstvertrauen wieder auf. Narzissten versuchen, das Selbstwertgefühl Ihrer Partner zu untergraben. Lassen Sie das nicht zu. Indem Sie an Ihrem Selbstgefühl arbeiten, werden Sie widerstandsfähiger gegen diese Manipulationsversuche. Sie entwickeln Widerstandskraft, Resilienz und können dann irgendwann einem Versuch des Narzissten einfach lächelnd gegenüberstehen und sagen, mit mir nicht, Freundchen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wege, sich gegen narzisstische Reaktionen zu wehren, unterschiedlich sind und aus mehreren Punkten kombiniert werden müssen. Denken Sie bitte auch daran, dass es keine schnelle Lösung gibt, die von jetzt auf gleich wirksam ist, außer Trennung und Kontaktabbruch. Das heißt, wenn Sie nicht sofort zu Trennung und Kontaktabbruch neigen oder sich dafür entscheiden, dann brauchen Sie Zeit. Denn dann beginnen Sie einen Prozess und ein Prozess dauert immer Zeit. Sie müssen, und das ist ganz wichtig, auf sich selbst und Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit achten. Wir haben bei der psychologischen Triangulation durch Narzissten es mit einer wirklich schädlichen Dynamik zu tun, mit einem ganz miesen Manipulationsversuch. Wenn Sie sich dieser Manipulation bewusst sind, verliert sie ihre Wirksamkeit, ihre Wirkmächtigkeit. Unternehmen Sie alles, was notwendig ist, damit Sie sich selbst schützen und auch bereit werden für eine gesündere Beziehung. Und vor allen Dingen schaffen Sie eine Selbstbeziehung, das heißt eine Beziehung mit sich selber, in der Sie gut mit sich umgehen. Das birgt einige emotionale Herausforderungen. Dafür gibt es natürlich professionelle Hilfe. Wenn Sie möchten, stehe ich Ihnen gerne als Coach zur Verfügung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Ihre wertvollen Kommentare und Erfahrungsberichte, wie Sie vielleicht gesehen haben. Gebe ich mir viel Mühe, auch dezidiert auf Ihre Erlebnisse einzugehen und Ihnen den einen oder anderen hilfreichen Tipp zu geben. Geben Sie mir einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und vor allen Dingen bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund. Ihr Professor Aschau-Grien.